Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 18, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Altenpflegegesetzes sowie zur Änderung der Pflegeschulenstatistikverordnung mit der Drucksache 20/3960 zu 20/2966. Und die Berichterstattung hat der Abgeordnete Tippi. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD und Freie Demokraten gegen Die Linke und bei Stimmenthaltung der SPD den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Tippi. Als erstes hat sich der Abgeordnete Bocklet von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir besprechen heute in zweiter Lesung dieses Gesetz. Worum geht es in Kürze? Grundsätzlich regelt das Hessische Altenpflegegesetz die einjährige Altenpflegehelferinnen- und Altenpflegehelferausbildung für Personen mit Hauptschulabschluss. Künftig können auf Vorschlag der Schulleitung und mit Genehmigung des Ministeriums im Einzelfall auch Personen ohne Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsabschluss zur Ausbildung zugelassen werden. Dabei sind besondere Personengruppen im Blick, die aufgrund ihrer Bildungsbiografie zwar keinen Hauptschulabschluss, aber eben Erfahrung in diesem Berufsfeld haben. Stichwort ungelernte Hilfskräfte. Wir glauben, dass das sowohl arbeitsmarktpolitisch wie bildungspolitisch eine Chance ist für diese Gruppe und wünschen die Zustimmung des Hauses auch an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben in erster Lesung ja bereits dazu Frau Böhm und ich glaube, Frau Sommer war es dazu schon gesprochen. Frau Böhm war eher allgemeinpolitischer Art zu der Frage Notstand insgesamt, Personalnotstand in dem Pflegebereich. Und die geringe Bezahlung war ihre Kritik. Die werden wir an dieser Stelle in diesem Gesetz natürlich nicht heilen können. Aber ich glaube, dass diese Möglichkeiten für diese Personengruppe eine Chance bedeutet. Sie können später auch eine weiterführende Ausbildung machen. Sie können dann auch besser verdienen später. Wir brauchen jede Person in diesem Land, die daran interessiert ist, in diesem Bereich zu arbeiten. Insofern wird dieses Gesetz ein Fortschritt sein. Und ich bitte Sie und das Haus, diesem Gesetz zu folgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Bocklet. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Um es vorweg zu sagen, die vorliegende Novellierung ist notwendig und konsequent. Wir stimmen ihr zu. Gerade letzte Woche hat das Statistische Landesamt Zahlen veröffentlicht. Die Anzahl der Pflegebedürftigen ist innerhalb von 2 Jahren um fast 20% gestiegen. Das Problem des Personalmangels in der Pflege ist damit sehr real. Wir sehen gerade wieder, wie brenzlig es wird ohne ausreichend Pflegepersonal. Mit dem Gesetz werden die Zugangshürden gering gehalten. Das bedeutet aber auch, dass ein Mindestmaß an Qualität gesichert werden muss, dass Sprachbarrieren abgebaut werden und dass die Schulen nicht mit überdimensionalem bürokratischen Aufwand überschüttet werden. Das waren auch die Sorgen der Anzuhörenden, die den vorliegenden Entwurf im Großen und Ganzen aber befürworteten. Nicht müde wurden sie aber ganz generell auch darauf hinzuweisen, dass die Bedingungen für den Pflegeberuf verbessert werden müssen. Die Attraktivität des Berufes muss steigen. Eine Corona-Bonuszahlung ist wichtig, wird da aber alleine nicht ausreichen, Herr Staatsminister Klose. Die Pandemie ist inzwischen 8 Monate alt. Das Problem des Personalmangels ist weitaus älter. Und was ist geschehen? Nichts, was die Situation merklich verbessert hätte. Wir haben so viel Potenzial bei Menschen, die zuwandern und zuwandern könnten, dass ungenutzt bleibt. Eine schnelle und unkomplizierte Anerkennung ausländischer Abschlüsse muss her. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, aber leider passiert da weiterhin nichts. Wir Freie Demokraten fordern, dass der bürokratische Aufwand von Pflegediensten klein gehalten wird, dass Pflege digital wird, dass die Ausbildung digital wird, dass Ausbildungskapazitäten vorhanden sind, die eine angemessene Betreuung sicherstellen.
Ich höre da gerade einen Zwischenruf von den Grünen. Die können sich also Digitalisierung auch im Jahre 2020 weiterhin nicht vorstellen. Aber wir werden es Ihnen erklären. Irgendwann werden Sie es sicherlich auch verstehen. Dass die Arbeitsbelastung in der Pflege gesenkt wird und nicht zuletzt, dass der Beruf familienfreundlicher ausgestaltet wird. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt viel zu tun und einen bunten Strauß von Ideen, wie es besser gemacht werden kann. Greifen Sie zu, werte Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, machen Sie es endlich besser. Zeigen Sie, dass die Zustände in der Pflege für die Landesregierung Priorität haben. Noch ist nichts erkennbar. Hessen verdient bessere Politik. Vielen Dank, Herr Abg. Pürsün. Als nächstes hat sich die Abg. Frau Dr. Sommer zu Wort gemeldet von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Altenpflege ist ein wichtiger Baustein im Gesundheitswesen. Sie hat sich bewährt. Sie ermöglicht einen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Eine solche Assistenzausbildung gibt auch Hochschulabsolventen die Chance, eben in einen Berufsabschluss in der Pflege mit Weiterqualifizierungsmöglichkeiten zu erwerben. Und durch ihre Durchlässigkeit bietet die Altenpflegehilfe gute Aufstiegsmöglichkeiten und sichere Arbeitsplätze. Das brauchen wir, weil wir eben einen großen Personalmangel haben und Pflegepersonal dringend gesucht ist, meine Damen und Herren. Das Ziel muss sein, eine gute, effiziente und patientengerechte und sichere gesundheitliche Versorgung aufrechtzuerhalten und zu sichern. Und dazu braucht es eben gutes und auch genügend Personal. Daher ist es so wichtig, die Ausbildung eben zu forcieren, sie und ihre Rahmenbedingungen attraktiv zu machen. Und die Stellungnahmen in der Anhörung haben Optimierungspotenziale aufgezeigt. Die Öffnung der Ausbildung ist gut. Wir haben ja in der letzten Legislatur schon eine integrierte Modellausbildung auf den Weg gebracht. Das braucht aber zusätzliche sächliche und personelle Ressourcen, um den erhöhten Betreuungsaufwand sowohl in der Theorievermittlung als auch in der praktischen Anleitung entsprechen zu können. Deswegen wollen wir Ihnen noch einmal auf den Weg mitgeben, dass man dann auch im Prinzip die Praxisanleitung auskömmlich finanziert. Das würden wir uns wünschen, damit wir alle Absolventinnen und Absolventen auch zum Erfolg bringen, meine Damen und Herren. Die Erhöhung des Umfangs des theoretischen und auch praktischen Unterrichts ermöglicht die Anschlussfähigkeit an die Generalistik. Das Schulgeld aber folgt dieser Erhöhung des Umfanges nicht. Deswegen da auch noch einmal die Bitte, darauf hinzuwirken, dass das Schulgeld erhöht wird. Und ansonsten fragen wir uns eben, weil ja die Altenpflegehilfeausbildung mittelfristig zum generalistischen Pflegehelfer werden soll, warum Sie das Gesetz, und darüber haben wir ja schon in der ersten Debatte gesprochen, so lang befristet ist. Das ist ja nicht logisch, weil die Generalistik beginnt ja jetzt. Deswegen würden wir uns da noch mal eine Aufklärung wünschen. Und im Gegenteil der langen Befristung müsste die Laufzeit des Gesetzes verkürzt oder es müsste eine Modellklausel integriert werden, um eben eine zeitnahe Anschlussmöglichkeit zu haben. Auch in dieser Debatte möchte ich unterstreichen, dass wir eine große Personalknappheit in vielen Gesundheitsbereichen haben. Wir brauchen endlich mehr Personal. Die momentanen Arbeitsmengen sind jetzt schon nicht mehr mit dem Personal zu stemmen. Und die Arbeitssituation in der Alten, aber natürlich auch in der Krankenpflege, ist äußerst belastend, psychisch und auch physisch. Dadurch steigen die Krankheitstage und wiederum dadurch die Arbeitsverdichtung. Und ich möchte noch einmal betonen, dass die Arbeitsbedingungen eben der Hauptgrund sind für das vorzeitige Ausscheiden aus der Pflege. Und das sollte uns doch zu denken geben. Dabei kann nämlich eine bedarfsgerechte Personalbemessung durch eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege langfristig positiv auf die Verweildauer der Beschäftigten wirken und auch bewirken, dass Berufsaussteiger wieder den Weg in die Pflege finden.
Auch wird durch die Reduktion der Arbeitsbelastung Pflegenden, die aus Gründen der zu hohen Belastung in Teilzeitanstellungen gewechselt sind, die Möglichkeit eröffnet, wieder Vollzeit zu arbeiten. Und auch das ist ein beachtliches Fachkraftpotenzial, meine Damen und Herren. Aus verbesserten Arbeits- und Versorgungsprozessen, optimierten Arbeits- und Rahmenbedingungen, einer höheren Arbeitszufriedenheit resultiert eben auch eine verbesserte Pflege- und Versorgungsqualität, als sie aktuell mit dem vorhandenen Personal realisierbar ist. Da müssen wir eins drauflegen. Und deswegen ist es mir unverständlich, dass Sie nicht tätig werden, um das Personal zu stärken, meine Damen und Herren. Und deswegen möchte ich am Ende der Debatte noch einmal appellieren an die Landesregierung, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Mindestpersonalstandards zu etablieren, zum Wohle der Pflege und auch der Patientinnen und Patienten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Sommer. Für die Fraktion der Linken hat sich die Frau Abg. Böhm zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Altenpflege steht im Moment besonders im Corona-Fokus. Ich denke, die Situation in den Altenpflegeheimen ist ganz schwierig zurzeit. Die Gesundheitsgefährdung ist deutlich bei den Beschäftigten wie bei den zu pflegenden Pflegebedürftigen. Die Situation für die Beschäftigten ist schwierig, weil sie natürlich immer Angst haben müssen, dass sie diejenigen sind, die einen Virus in das Heim einbringen und Menschen viel zu früh sterben oder in diesem Alter besonders gefährdet sind. Und natürlich sind aber auch die Beschäftigten gefährdet, sich anzustecken. Ich denke, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation mit dem Thema natürlich auch der Isolation verbunden. Inwiefern ist es möglich, dann auch Kontakte nach außen zu haben, überhaupt die familiären Kontakte überhaupt noch aufrechtzuerhalten, soweit sie vorhanden sind. Ich denke, gerade an dieser Stelle ist das, ich traue mich schon gar nicht mehr, mich zu bedanken bei den alten Pflegekräften, weil ein Dank heute inzwischen schon so als so wenig ernstzunehmend angenommen wird. Aber eigentlich ist mein Herzen, meine Empathie wirklich bei den Menschen, die gerade hier diese schwierige Arbeit leisten. Und ich denke, da sollten wir dran denken, wenn wir das beraten. Ja, zu dem Gesetzentwurf. Ich sehe die einjährige Ausbildung als Problem, und zwar aus drei Punkten. Einmal ist es die Bezahlung. Da habe ich ja das letzte Mal schon etwas gesagt. Herr Bocklet hat daran erinnert. Mir wurde ja entgegnet, dass die schlechte Bezahlung von Altenpflegehelferinnen immer noch besser als Hartz IV ist. Manchmal ist sie wenig besser als Hartz IV in manchen Bedingungen. Ich denke nur, das ist eine völlige Fehleinschätzung. Das ist ein harter Beruf, den die leisten müssen. Die arbeiten im Schichtdienst. Die arbeiten in einer Situation, wo sie ständig aus ihrer Freizeit herausgerufen werden. Und sie arbeiten in einem ungeheuren Arbeitsstress, in einer Situation, wo sie nie zufrieden nach Hause gehen können, weil sie wissen, dass sie immer noch einen alten Menschen oder auch fünf alte Menschen nicht so versorgt haben, nicht so betreut haben, wie sie es betreuen wollten. Und ich denke, das ist das Problem. Wir haben ja auch fast nur Frauen in dem Bereich. Und das Problem natürlich hinterher wird dann die Altersarmut beklagt. Nur die Klage kommt zu spät. Das hätte man viel früher ändern müssen. Und wenn mir jetzt gesagt wird, ich will wieder in die Tarifautonomie eingreifen, nein. Ich will, dass sich dieser Staat engagiert in der Altenpflege. Weil wenn wir die ganze Altenpflege den privaten Einrichtungen überlassen, dann haben wir natürlich keine ordentlichen Tarifverträge. Gut, dass Verdi inzwischen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, der mindestens mal eine Untergrenze schafft, einführen konnte. Aber jetzt haben wir doch die Situation, dass sich so viele private Player in diesem Bereich rumtummeln, die nur Personal abbauen und niedrige Bezahlung haben. Und das ist, weil Staat, öffentliche Gesellschaft, öffentlicher Dienst sich aus der Altenpflege völlig raushält. Und das ist das Problem. Und dieses Problem muss man angehen und nicht hier nur an einigen Punkten herummachen.
Ich denke, das zweite Problem, was ich damit habe mit dem Gesetzentwurf, ist, dass wir immer weniger Fachkräfte haben in dem Bereich und natürlich auch dann die Altenpflegehilfe immer weniger Anleitung bekommt durch Fachkräfte. Und wenn diese Altenpflegehilfe nur einen Sinn hat, dann da, wie Frau Dr. Sommer gesagt hat, wenn es wirklich einen Zugang zu einer qualifizierten Ausbildung ermöglicht. Aber da ist die Frage, haben die Unternehmen überhaupt Interesse? Weil die qualifizierten Fachkräfte müssen natürlich viel besser bezahlt werden. Einiges ist ja ganz nett in dem Gesetzentwurf, die Aufstockung der Stunden. Aber es fehlt die Freistellung der Praxisanleitung, es fehlt die Finanzierung der Pflegeschulen. Und das fehlt, und ich denke, das ist genauso wieder ein Punkt. Warum ist die Altenpflegeausbildung in Hessen nur privat organisiert? Normalerweise ist es doch eine Aufgabe der berufsbildenden Schulen. Das müsste doch aus dem Berufsbildungsgesetz drin stehen. Und dann könnte man auch klare Kriterien für die Ausbildung herschaffen. Es gibt ein Europaratübereinkommen, dass eine Lehrkraft für 15 Azubis zur Verfügung stehen soll. Da sind wir weit entfernt davon. Und wir sind auch weit entfernt, überhaupt Lehrkräfte auszubilden in der Altenpflege in Hessen. Und ich denke, wenn man das alles so vernachlässigt, muss man sich doch über das Ergebnis nicht wundern, dass man Leute in dieser Situation alleine lässt und in dieser schwierigen Situation alleine zurechtkommen lässt. Ich will noch auf ein Thema kurz eingehen aus dem aktuellen Umsetzung des Pflegeberufegesetzes. Es ist super schwierig für die Altenpflegeschulen, gerade Einsatzstellen für die Praxis zu finden. Die machen geradezu Kopfstände, um die Kliniken zu gewinnen, dass sie die Menschen in die praktische Ausbildung übernehmen. Und so funktioniert das mit dem Nachwuchs auf keinen Fall. Wir brauchen mehr Ausbildungskapazitäten auf jeden Fall, aber dafür müssen wir wirklich dafür sorgen, dass die Ausbildung theoretisch wie praktisch auch tatsächlich möglich und umsetzbar ist. Ich bedanke mich. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Frau Müller-Klepper das Wort. Werte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, soll es in Hessen weiter eine Helferausbildung in der Altenpflege geben, auch nach Einführung der generalistischen Fachkraftausbildung? Wir sagen dazu Ja und schaffen mit diesem Gesetz die Grundlage. Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte, wir brauchen aber auch qualifizierte, unterstützende Helferinnen und Helfer. Sie sind unverzichtbar für die Versorgung. Wir ermöglichen auch künftig ihre Ausbildung, wir stellen sie sicher, und deshalb ist dieses Gesetz gut, richtig und wichtig. Auch die überwältigende Mehrheit der Akteure in der Pflegelandschaft begrüßt das Gesetz. Sie betonten in der Anhörung die hohe Bedeutung der Hilfskräfte und ihrer Ausbildung für die Versorgung als unverzichtbarer Baustein im Qualifikationsmix, den gute Pflege braucht. Und dies dokumentiert auch die aktuelle Untersuchung zur Bemessung von Personalbedarfen in Pflegeeinrichtungen. Sie wurde ja mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz in Auftrag gegeben. Der Mehrbedarf an Hilfskräften ist erheblich, heißt es im Abschlussbericht. Hier ist der größte Bedarf an Stellenaufwachs. Und die Bundesregierung hat reagiert. Mit dem Entwurf des Versorgungsverbesserungsgesetzes ab dem kommenden Jahr sollen in den Altenpflegeheimen 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte finanziert werden. Das heißt, wir müssen dieser Ausbildung hohe Priorität beimessen, und das tun wir mit diesem Gesetz. Wir stehen zu diesem Bildungsweg, auch die anderen Bundesländer tun dies. In allen gibt es entsprechende Ausbildungsgänge, auch in denen, wo die Linke mitregiert. Dort sieht man im Gegensatz zu Frau Böhm die Sinnhaftigkeit dieser Ausbildung. Sie ist ein niedrigschwelliger Einstieg in die qualifizierte Altenpflege. Sie hat sich bewährt, um mehr Personal zu generieren, und sie gibt gerade, Kollege Bocklet hat darauf hingewiesen, Menschen mit Problemlagen eine Chance auf Ausbildung und einen sicheren Arbeitsplatz. Wir gehen mit diesem Gesetz noch einen Schritt weiter, indem wir im geprüften Einzelfall die Ausbildung auch für Menschen ohne Hauptschulabschluss öffnen.
und indem wir über eine Modellklausel Ausbildungsprojekte für Menschen in besonderen Lebenslagen ermöglichen. Ein gutes Beispiel ist hier das erfolgreiche Projekt Hessen integriert für Flüchtlinge. Wir haben die Helferausbildung seit dem Jahr 2000 systematisch auf- und ausgebaut, die Zahl der Ausbildungsplätze stetig gesteigert, denn die Nachfrage nach der Ausbildung und nach den qualifizierten Helferinnen und Helfern ist groß. Und wir gehen nun einen Schritt weiter. Wir sichern die Ausbildung nicht nur, wir werten sie auch auf. Das Niveau der Qualifikation wird angehoben, indem die schulische Ausbildung und die praktische Ausbildung jeweils in der Stundenzahl deutlich erhöht werden. Mit dieser qualitativen Stärkung bewahren wir zugleich einen entscheidenden Vorzug der Helferausbildung, nämlich die Durchlässigkeit in die Fachkraftausbildung. Bis zur Hälfte der Absolventinnen und Absolventen hat in der Vergangenheit diese Chance genutzt als Sprungbrett zur beruflichen Entwicklung zur Fachkraft. Und zugleich wird so ein Potenzial für die Deckung des wachsenden Fachkräftebedarfs erschlossen. Der Mehrbedarf, der durch die Stundenanhebung entsteht, muss sich in der Kostenerstattung durch das Land abbilden. Deshalb wird die Schulgeldpauschale angehoben. Dafür werden wir mit dem Haushalt 2021 die Weichen stellen. Dieses Gesetz bindet die Helferausbildung an die generalistische Fachkraftausbildung an. Deren Einführung verlangt derzeit sehr viel von den Akteuren. Und es wäre eine Überforderung gewesen, zugleich auch die Helferausbildungen in der Alten- und Krankenpflege zusammenzuführen. Deshalb machen wir mit diesem Gesetz einen Zwischenschritt. Unser Ziel ist, auch die Helferausbildungen generalistisch weiterzuentwickeln. Ein neues Berufsprofil der Pflegeassistenz kann helfen, die Tätigkeit in der Pflege attraktiver zu machen. Wir wollen und wir müssen mehr Menschen für die Pflege gewinnen. Herr Kollege Pürsün hat auf die aktuelle Pflegestatistik, die letzte Woche veröffentlicht worden ist, hingewiesen. Die Beschäftigtenzahl in der Pflege steigt, Gott sei Dank, aber sie steigt noch nicht genug. Und deshalb ist weiterhin ein Bündel von Maßnahmen erforderlich. Dieses Gesetz ist hierzu ein wichtiger Beitrag. Deshalb stimmen wir Ihnen zu und erlauben Sie mir abschließend die Anmerkung, denn danken kann man nicht genug. Was die Kräfte in der Pflege derzeit leisten in dieser Corona-Pandemie, ist großartig. Es ist ein großartiger Dienst am Nächsten. Der Begriff Systemrelevanz deckt dies bei weitem nicht ab. Mit Fachlichkeit, Engagement und Hingabe widmen Sie sich den Erkrankten. Dafür von Herzen alles Gute und herzlichsten Dank. Und Ihnen danke ich, dass Sie mir zugehört haben. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Sozialminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dieser Novellierung der Altenpflegerhilfeausbildung schaffen wir eine bessere Anschlussfähigkeit an die Regelungen der neuen Pflegeausbildung. Das haben verschiedene Vorrednerinnen und Vorredner bereits gesagt. Menschen mit einer abgeschlossenen Alten- oder Krankenpflegehilfeausbildung haben künftig die Möglichkeit, zur Ausbildung als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann zugelassen zu werden. Und Sie können die anschließende Ausbildung um ein Jahr verkürzen. Und da die bisherige hessische Altenpflegehilfeausbildung diesen Mindeststandards auch entspricht, können dann auch Alten- und Krankenpflegehelferinnen und Helfer mit ihren bisherigen Abschlüssen ihre Ausbildung entsprechend verkürzen. Es besteht Konsens mit den Ausbildungspartnern, die bestehende Altenpflegehilfeausbildung inhaltlich und strukturell so anzupassen, dass ein guter Übergang zur neuen generalistischen Pflegeausbildung gelingen kann. Besonders im Bereich Langzeitpflege konnten die Anfängerinnen und Anfänger der früheren Altenpflegeausbildung von den vielen Übergängerinnen und Übergängern aus der Altenpflegehilfeausbildung profitieren. Und auf dieses wertvolle Potenzial wollen wir auch in Zukunft nicht verzichten.
Deshalb erweitern wir den Unterricht von 700 auf 750 Stunden und die praktische Ausbildung von 900 auf 950 Stunden, wie die zusätzlichen Unterrichts- und Praxisstunden und die Struktur der praktischen Ausbildung aussehen soll, klären wir in der Verordnung zur Anpassung der Stundenpauschale für die Sprachförderung in der Pflegeausbildung und in der Hessischen Altenpflegeverordnung. Wir wollen die Schulgeldpauschalen außerdem entsprechend der Stundenerhöhung anpassen und auch die Stundenpauschale für die Sprachförderung während der Ausbildung angemessen erhöhen. Was tun wir noch? Wir ermöglichen mit diesem Gesetz, dass auch Personen ohne Hauptschulabschluss auf Antrag in die Altenpflegehilfeausbildung aufgenommen werden können. Es soll nämlich künftig möglich sein, dass auf Vorschlag der Schulleitung und mit Genehmigung des Ministeriums im Einzelfall auch Personen ohne Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Bildungsabschluss die Zulassung zur Ausbildung erlaubt werden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn diese innovative Regelung erlaubt uns, auch Menschen zu berücksichtigen, die keinen Hauptschulabschluss haben, aber sehr wohl erfahrene, wenngleich auch ungelernte Hilfskräfte sind. Und damit haben wir ausdrücklich auch die Menschen im Blick, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und hier keine Schulzeugnisse vorweisen können, aber eben über das nötige Wissen und die Erfahrung in der Arbeit mit älteren Menschen verfügen. Die jetzt vorgenommenen Anpassungen sind ein erster Schritt. Im Ausbildungspakt haben sich die Ausbildungspartner darauf verständigt, die weitere Entwicklung bis spätestens 2023 einer generalistisch geprägten Altenpflegehilfeausbildung auch ergebnisoffen zu beraten. Und das Gesetz, Frau Dr. Sommer, weil Sie danach gefragt haben, ist auf die üblichen 7 Jahre befristet. Das ist dem Gesetzgeber natürlich völlig unbenommen, auch früher bereits Änderungen vorzunehmen. Ich bitte also für dieses Gesetz um Ihre Zustimmung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit haben wir die zweite Lesung durchgeführt und die Abstimmung über diesen Gesetzentwurf sollte heute Abend am Ende der Tagesordnung vorgenommen werden.